Mein Name ist Roland Geiger, ich bin Geschäftsführer Jugend- und Familienstift des Landes Berlin, die zurzeit unter anderem die Regiestelle für den Jugenddemokratiefonds in Berlin ist, der in diesem Jahr das erste Mal umgesetzt wird und mit 450.000 Euro Fördermitteln über bestimmte Förderformate die Beteiligung und das bürgerschaftliche Engagement von Jugendlichen in Berlin voranbringen soll. Die Fragestellung, die ich in der Session, dem Session-Vorschlag eingebracht habe, die uns beschäftigt hat, war, wie man die Beteiligung an dem Programm oder auch am Programmdesign und an der Weiterentwicklung des Programms, die Staatssekretärin Frau Klepper bezeichnet es jetzt mehrfach auch als lernendes Programm, das, also sprich der Anspruch, es weiterzuentwickeln, ist durchaus auch von der Verwaltung und der Politik wird so gesehen, wie man das in Richtung Partizipation und auch mit e-partizipativen Mitteln weiterentwickeln kann. Darüber haben wir geredet. Wie so oft ist dann auf einmal die Zeit doch zu kurz in diesem Austausch. Es hat Anregungspunkte gegeben, wie wir das weiterentwickeln könnten, zum Beispiel in dem Projektförderbereich den Vorschlag zu machen, dass im nächsten Jahr ein bestimmter Prozentsatz, sagen wir 20% der Mittel, das wären dann 36.000 Euro über eine Online-Bewerbung der Projekte, die sich bewerben, die bereit sind, sich online vorzustellen und dort in ein Voting, sowas wie Publikumsvoting zu gehen und dann eben über die Medien, über das Portal, über die Initiativen vor Ort in den Bezirken Jugendliche aufzufordern, da abzustimmen. Und es wäre dann auch spannend, wie die Güte dieser Projektförderentscheidung im Verhältnis zu der der fünfköpfigen Fachjury zu bewerten wäre und ob es einen höheren Grad an Identifikation darstellt. Die zweite Schiene war nochmal die Frage, ausgehend von dem, dass das Portal eben professionell gemacht wird und entwickelt wurde und sich auch verändert, also das Projektportal, in dem auch die Infos, Newsletter, Veranstaltungskalender drin sind, da einen jugendlichen Beirat zu entwickeln, der Feedback gibt zur Wirkung des Portals. Und eigentlich ging die Diskussion hinaus, dass man für Jugendliche, die ein höheres Maß an Engagement entwickeln wollten, zur Vorstellung, die im Grunde einbinden kann mit so einem Ziel, die zu Moderation, Beteiligungsmoderatoren, Jugendlichen, Peergroup, Moderatoren weiterzuentwickeln. Und da wäre sicher so diese formalere Herangehensweise, also was spricht Jugendliche an auf dem Portal, ein Thema. Es wären eigentlich auch inhaltliche Einbindungen, inhaltliche Redaktionen, die es schon gibt, sei es bei Berlin Impuls, sei es bei Polly, das arbeitet im Jugendforum zu, als zwei inhaltliche Redaktionen, genauso zu denken, wie so Module Jugendlichen anzubieten, moderiert beim Jugendforum eine inhaltliche Arbeitsgruppe, also beim Jugendforum mit Abgeordneten zusammen. Und letztendlich so eine Idee vielleicht zu entwickeln, die man dann auch zertifiziert von wirklich praktischen Handlungsfeldern, die man natürlich auch die Jugendlichen heranführt, ja, um also diese Trennung zwischen, das sind halt die Profis, die Erwachsenen, die das Programmdesign machen und die Abwicklung und das sind die Jugendlichen, die Förderanträge stellen und in den Bezirken auch in die Jugendjuries gehen, aber dann noch mehr Möglichkeiten an der Beteiligung und an der Weiterqualifizierung und eines zunehmend Engagementbereitschaft zu schaffen. Also ich glaube, beide Stränge sind sinnvolle Anregungen und das ist jetzt auch noch genug Zeit für eine Weiterentwicklung und Neuaufsetzung des Programms, die weiter zu planen und auch in die Diskussion zu bringen.